Wir laufen! Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Auf Deutsch, denn wir sind auf dem Weg Richtung Österreich. Richtung Red Bull Ring zur DTM. Ich war schon seit Was war unser DTM-Finale letztes Jahr? Hockenheim. Norrisring? Norrisring war unser DTM-Finale. Seitdem war ich nicht mehr auf dem DTM-Rennen. Jetzt ist es wieder soweit. Ich fahre zum Red Bull Ring und der Jan sitzt neben mir und wir haben als allererstes ein großes Dank an BMW Motorsport, denn wir haben ein BMW M4 Competition bekommen für die Reise und ich konnte noch nicht so viel probieren, weil wir stehen im Stau. Top. Lieb's am Irschenberg, wie immer. Richtig schön. Aber es ist geiles Wetter. Ich bin heute Morgen noch aus Mailand hergeflogen, weil ich war auf der Fashion Week und davor war ich auf dem Spobis in Düsseldorf. Also ein bisschen busy, aber alles super. Und am Wochenende steht vieles an. Wir haben DTM Electric Runs, denn ein neues Soundmodul von Schaeffler wird vorgestellt für das DTM Electric Auto. Ich werde mit Matthias Dolderer wieder fliegen in einem Kunstflugzeug von Red Bull. Da freue ich mich schon richtig drauf. Habe das ja letztes Jahr schon am Red Bull Ring gemacht. Es hat mir richtig getaugt und deswegen mache ich das dieses Jahr wieder. Es wird richtig geil morgen. Und dann haben wir ganz viele Autogrammstunden. Mein SOP-Sachzeugs wird verkauft am Schaeffler-Stand. Und ich kann meine ganzen deutschen, österreichischen DTM-Fans wiedersehen. Von daher freue ich mich darauf. Und wir nehmen euch halt natürlich ein bisschen mit. Es ist ein Wochenende, wo es für mich nicht ums Rennenfahren geht, sondern ich bin für Schaeffler da und einfach auch für Wings for Life. Da wird morgen auch eine Aktion sein, von daher wir nehmen euch ein bisschen mit. Und dann wünsche ich euch, ja, beziehungsweise ich wünsche mir jetzt eine gute Fahrt oder uns, denn ich hasse Stau. Aber wir sehen uns nachher im Red Bull Ring. Benzinsparend, ich bin ich geworden, weil ich Langstrecke fahre. Applaus! Viel Spaß. Also wir sind auf jeden Fall angekommen und jetzt mal schauen, was alles ist. Ich bekomme jetzt gleich mal eine Einführung, Einweisung. Und Schaeffler hat irgendwie eine neue Paddockfläche im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich glaube, jetzt ist auch schon FP2, wenn ich das richtig höre. Also wir sehen uns. Tschüssi! Mit Sound dieses Mal. Es hat sich im Auto echt gut angehört. Es ist echt laut im Auto. Von daher ist alles funktioniert. Morgen ist dann vor den Fans die Action geboten und ja, das war es eigentlich auch schon vom Freitag. Wir werden jetzt noch hier ein bisschen quatschen und dann ja, früh schlafen gehen, nachdem ich heute um 4 Uhr aufgestanden bin. Von daher Bussi und mein neuer Anzug von HX. Red Bull Ring. Es ist richtig viel los, es ist richtig cool, das zu sehen und freut mich auch echt für die DTM und alle Fahrer, dass viele Fans da sind. Wetter hält halt zum Glück auch. Es ist nicht kalt, aber auch nicht warm und perfekt eigentlich so für einen Rennstreckentag. Wir sind schon hier. Ich habe jetzt dann was mit Wings for Life für Run Racing. Dann haben wir Autogrammstunde, da freue ich mich schon. Ich hoffe, dass viele von euch kommen. Bin gespannt, wie viele dann auch da sein werden. Und dann werde ich ja das Demo-Car fahren von der DTM, also DTM Electric, wo das Soundmodul vorgestellt wird. Und dann ist das DTM-Rennen heute von Samstag, war gerade schon Quali. Aber ja, DTM hat das echt cool gemacht, hier sieht echt alles gut aus und ich freue mich, also von daher.
richtig cool, also die ganzen Fans wieder zu sehen. Vor allem auch wieder Mädels da, ist richtig schön. Die ganzen Mädels zu sehen, macht mich immer voll. Und ja, wir haben nachher nochmal welche, wir sind da nicht ganz fertig geworden, aber ich fahre jetzt das DTM Electric Car, deswegen muss ich mich jetzt anziehen. Waren am Red Bull Ring, denn ich werde wieder mit einem Kunstflugzeug oder bei einem Kunstflugzeug mitfliegen. Dieses Mal mit Matthias, mit dem Dolderer. Ist ganz lustig, weil ich folge dem schon seit mehreren Jahren auf den Social Media Kanälen und der ist ja auch bei Laureus in der Stiftung und finde das voll cool, was der so macht. Und bei dem werde ich jetzt gleich mitfliegen und ich freue mich voll. Also letztes Jahr habe ich ja nichts gegessen, weil ich richtig Angst hatte, dass mir schlecht wird. Mir ist nicht schlecht geworden. Und dieses Jahr habe ich was gegessen, also ich hoffe, dass mir nicht schlecht wird. Aber ja, er hat mir gestern schon geschrieben und meinte, er wird Gas geben. Also von daher, wird lustig. Wie war's? Es war so geil. Oh, ich war voll nervös, als wir da hochgeflogen sind. Aber dann, das war richtig lustig. Vor allem durfte ich selber fliegen. Ich habe selber so ein Looping gemacht. Das war richtig geil. Das ist richtig sensibel. Boah, war das lustig. Looping voll rollen, genossen. Weil dann also nicht nur Rennfahrerin, sondern auch eine erstklassige Pilotin. Genau, ich werde jetzt noch zur Pilotin. In meinem nächsten Leben dann. Nee, vielen lieben Dank, wirklich. Das war so cool. Gerne. Ey, aber diese Negativbeschleunigung, das ist so komisch. Boah, ich will nicht sehen, wie ich da aussah auf der Kamera. Angeschnallt immer, gell? Ja. Negativ. Was los ist?
So, guten Morgen. Es ist Sonntag und Renntag und es ist nass. Es ist sehr nass, es ist extrem nass. Qualifying vorher war anscheinend schon am Limit, laut den Fahrern. Wir haben vorhin schon ein bisschen was gedreht für Schaeffler beim DTM Electric Auto. Und ja, ich werde jetzt gleich das Auto fahren und dann auf der Startaufstelle ein Interview geben. Und dann werde ich nach Hause fahren und da werde ich euch dann auch erzählen, was gestern beim Flug alles so passiert ist. Das war nämlich echt lustig. Und ja, ist ein bisschen kalt. Es ist richtig kalt heute, es ist richtig winterlich. Von daher, peace, ich muss aus dem Auto. Tschüss. Wir sind auf dem Heimweg, sind irgendwie ein bisschen anders gefahren wie sonst, wegen Baustellen und Verkehr. Und ich wollte euch ja noch erzählen, wie es Fliegen gestern war. Es war echt super cool. Also ich meine, ich habe das ja letztes Jahr schon machen dürfen mit dem Eskil und jetzt dieses Mal mit Matthias. Und es ist so lustig, weil wirklich, ich folge dem Matthias halt echt schon seit längerer Zeit auf Instagram und ich wollte das schon immer mal machen, aber es hat sich halt nie ergeben. Und ich muss sagen, ich war dann, als wir auf dem Rollfeld waren, kurz vorm Abheben echt ein bisschen nervös so. Aber dann oben meinte er dann direkt so, ja, jetzt flieg du mal und dann so ein bisschen nach unten, nach oben, nach links, nach rechts und durfte dann selber auch so ein also Looping fliegen, hat er mich so durchgeleitet, das war ganz cool. Und auch so eine Pirouette, weiß ich. Ja, und dann hat er noch so ein paar Kunstwerke gemacht, dann sind wir auch negativ G geflogen, also auf den Kopf und dann hoch, wo es echt komisch ist, weil du hängst im Sitz drinnen oder in den Gurten und dein ganzes Blut mit dem Kopf und sowas, ey, es war echt richtig strange so das Gefühl, aber hat richtig viel Spaß gemacht und es ist einfach so eine Erfahrung, also wenn ihr das mal machen könnt, dann müsst ihr das auf jeden Fall machen. Vielen wird dann zwar richtig schlecht, aber ich weiß nicht, ich fand's mega. Deswegen auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke an Matthias. Und ja, war ein sehr, sehr cooles Wochenende heute, war das Wetter leider nicht so cool. Aber war wieder schön im DTM-Fahrerlager zu sein und Fans zu sehen und so das ganze DTM-Umfeld. Und genau, jetzt auf dem Heimweg, morgen bin ich zu Hause und dann am Dienstag geht es wieder weiter zu Bank 11. Von daher, ja, busy days. Und ja, weiß nicht, wenn wir es das nächste Mal sehen, aber danke fürs Einschalten und Servus!